brauchen, die wir noch nicht haben. So. Das ist natürlich die Frage, wie kommen wir da ran? Wir haben jetzt hier die Gelegenheit zu sagen, die sollen jetzt mal endlich aufsteigen, wenn wir doch mal endlich... Geht ihr mir bei dieser Sache zur Hand? Lord, bieten, finden Sie für Lord einen Schatz. Entsenden Sie einen Suchtrupp auf 2 Inseln. Für jeden Aussenden des Suchtrupps benötigen Sie an Bord 3 T-Werkzeuge. Nein. Könnt ihr eure Bemühungen nicht noch verstärken? Nein. Ich brauche Gewürze. Es kann doch nicht sein, dass mir keiner Gewürze liefern kann. Gewürze, 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 Gewürze. Und Holz. Hier auf der Insel brauche ich Holz. Ich könnte natürlich jetzt Holz und Werkzeug rüber schippern. Aber Mann, wo bin ich denn hier? Da muss da irgendwer anders noch ein bisschen was haben. So, jetzt habe ich noch eine neue Route, mache ich mal. Und zwar Route 6 von Kaisershafen. Ah. Von Goldfurt. Wo war jetzt ein bisschen Holz von Stehlen. 15 Tonnen. Und 15 Tonnen Werkzeug, weil momentan eh maximal besetzt. Mit der Nadra. Der Mob steht kurz davor, ihre Siedlung in Brand zu stecken. Was für ein Mob? Und nach Aschgabat. So, das ist eine weite Fahrt, das weiß ich selbst. Ihr seid ganz nach meinem Geschmack. Er hat mit Aschgabat gehandelt, so. Die Nahrungsmittel gehen zur Neige. Nach Datteln. Ja, was will ich denn machen? Ja, die krepieren alle. Die gehen gerade alle vor die Hunde und wir haben so viel Werkzeug und Holz an dieser Shit-Insel verschwendet. Ah, das ist ärgerlich. So lange überleben die keineswegs und dann können wir natürlich auch nicht mehr die passenden Gebäude dafür bauen. Hier haben wir so viel. Schaut euch dieses Werkzeugvorkommen und Holzvorkommen an. Und anfangen kann... Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Und unsere Einwohnerzahl sinkt und sinkt. Und es tut einfach nur weh gerade. Ich könnte jetzt hier einfach noch die ganze Insel mit vollpappen. Bringen tut mir das wenig, ehrlich gesagt. Und doch mache ich es. Ich hau jetzt einfach da noch mehr Bauernhäuser raus. Es ist unfassbar, wie viel, und ich weiß auch nicht, wo mein anderes Schiff jetzt gerade ist, rumschwirrt. Beispielsweise steht die Arktik da rum. Die für Handelsroute 4 ist die Essex. Die Walross, die steht da auch nur so rum. Und die Essex, die ist gerade auf dem Weg, die macht ihren Job. Immerhin. Das ist ärgerlich, ey. Die Essex macht ihren Job ganz gut. So, obwohl meine ganzen Nomaden gerade am Sterben sind. Kann ich tatsächlich? Ne, kann ich wohl noch nichts machen. Ich muss also wieder hier die Nomaden zum Leben erwecken. Und das kann ich aber auch nur, wenn ich Sachen anbaue. Beispielsweise Kaffee. Denn die aber jetzt nicht ganz gut heißen und die haben auf jeden Fall Durst. Dattelplantage, Ziegenfarm für die Milch. Na, welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? Goldfurt kriegt Gewürze, das gibt ja nicht. Goldfurt kriegt Gewürz. Unfruchtbare Wüste, ja, wir haben keine Milch. Milch kriegen wir ja auch nicht. Wir brauchen eins von 3 Feldern. Wir brauchen 3 Felder, so rum. Ganze Stadt brennt nieder. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Ah, jetzt bringen wir auf einmal Gewürze. Wie ich hier die Gewürzplantage beigebracht habe.
glaube, wir müssen... In ihrer Stadt haben sich die ersten Patrizier niedergelassen. Patrizier! Juhu! Juhu! Endlich! Wir haben richtig Lust auf Gewürze gehabt. Ich bin beeindruckt, wie schnell ihr... Ich bin beeindruckt, wie... Ja, Mann, saubere Sorte. Saubere, richtige saubere Sorte. Patrizier ziehen ein. Die haben richtig Lust bekommen. Die sind richtig frisch um die Ohren. Und die haben richtig Durst nach Bier. Gott hält seine schützende Hand über eure Stadt. Ja. Ist jetzt natürlich wenig eigentlich. Wow, so. Eine Kaserne. Sehe ich das richtig? Waffenschmiede. Ah, Waffen. Können wir also machen. Die Nahrungsmittel gehen zur Neige. Hungert, ja. So, eine Waffenschmiede. Krass. Benötigt Eisen und produziert Waffen. Wehrt feindliche Angriffe ab. Backhaus. Benötigt Mehl. Mühle. Benötigt Weizen. Weizen können wir hier leider nicht. Feuer verwüstet ihre Stadt. Ja, die sind natürlich jetzt alle hier. So, zack, zack, zack. Zack, hauen wir alles raus. Die ganze Stadt ist abgebrannt. So ein Fall sieht das aus. Fisch ist voll. Euphorischer Bürger, das sieht doch gut aus. Nur ein bisschen Durst, ey Mann. Ja, jetzt. Da ist er drin. Wirst du mir ein wenig unter die Arme greifen? Dieses Geld wird dem Volke zugute. Kein Thema. Ohne was aufgestiegen. Patrizier, die haben natürlich Durst nach Bier. Nee. Richtig Durst nach Maastricht und Bier. Wie macht man denn eine Brauerei? Kann man überhaupt eine Brauerei hier machen? Hm? Durst nach Bier, aber man kann keine Brauerei? Hä? 510 Patrizier braucht man für die Brauerei. Ja, was ist das denn für ein Lachs? Ja, wollen die mich denn verarschen oder was? Die wollen mich richtig verarschen. Also, wir brauchen eine Weizenfarm. Jetzt gucke ich mal gerade, wo meine Schiffe alle rumlungern. Beispielsweise hätten wir hier ein Schiff, was gerade gar nicht in Betrieb ist. Damit würden wir uns dann mal gucken, dass wir hier Weizen-Saatgut bekommen. Weil auf der Insel haben wir... Hier können wir Getreide anbauen. Ach, ist ja krass. Hier ist die Valros. Geil, dann können wir ja hier doch direkt... Da müssen wir ja gar nicht. Dann lassen wir gerade mal hier die Bauernhäuschen weg. Die müssen dann leider mal nach Hause gehen. Ah, die Insel hat nicht genügend Baumaterial. Das ist doch nicht wahr. Zwei Werkzeuge haben wir da. Wow, zwei. Mein Volk nutzt Schöpfräder um die Wüsten vor. Super schön, bringen mir gerade überhaupt nichts. Ach schade, eine Weizenfarm. Ein gutes Geschäft. Ja toll, die handeln jetzt alle mit meiner Stadt Aschgabat. Meine Stadt Aschgabat ist tot. Das ist meine Stadt. Aber was hat er gesagt? Macht den Boden fruchtbar. Ja, warum ist für euch? Jawohl. Seht ihr? Auch die Wüste kann erblühen. Die Häuser sind allesamt abgebrannt, aber wir haben hier schön das Gewürzfeld. Und wenn wir dann noch mehr Gewürzfelder hinbauen, wenn wir richtig viele Gewürzfelder bauen, immer natürlich dafür das Baumaterial. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Dann machen wir da auch was richtig Schönes draus und ich bin mir sicher, das schaffen wir auch. Es scheint bergauf zu gehen. Ich sollte mein Geschäft weiter ausbauen. Ne, aber vorerst müssen wir darauf achten, dass wir da weiter nach vorne kommen. Die haben immer noch ein bisschen viel Durst. Das heißt, auch hier müssten wir gucken, dass wir alles Mögliche ankaufen. Das war... Ne, Waffen nicht.
Ne, aber das war Most ankaufen, beispielsweise. Ne, das war Weizen ankaufen. Das war Mehl ankaufen. Ne, all die Ressourcen. Das war Brot ankaufen. Ganz wichtiges Bier momentan. Das war das alles mal ein bisschen so auffüllen. Wo dann die Leute auch bei uns sagen, hier kaufe ich, hier habe ich Druck in den Nieren. Habe ich die Druck. Die Leute sagen, boah, der hat Kohle, der hat Knete, der hat Moos. Spiel gesichert. Ja, dass wir da alles einfach mal ankaufen. Und dann auch für die ganze Stadt hier, für die Patricias. Patricias. Bushes. Und Mostrich. Ja, Mostrich auch. Dass wir da so ein bisschen Most den Wein. Ja. Wäre schön, und dann können wir natürlich auch bald Kriegsschiffe bauen. Und wollen wir jetzt erstmal noch ein kleines Schiff bauen, wo ich auch richtig Druck habe. Druck. Zauberhaften Druck. Schiff ist bald fertig, denke ich nochmal. Wohnhaus aufgestiegen, noch mehr Patricias. Jetzt haben wir hier insgesamt schon 121 Patrizier. Richtig schöne, feine Siedlung. Ganz vorne, damit haben wir klein angefangen. Nur langsam kommt das Leben hier ins Rollen. Ich kann jetzt nur gucken, was... look at the prices. It's not the Schiffsbau abgeschlossen. Okay, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.